Stadt, Land, Kuh. Chefanimateur Timo ist wieder in Town. Und wie passend es doch einfach ist, dass ich heute genau da bin, wo es Animation gibt. Im Urlaub. Aber nicht etwa am Pool, sondern im Moor. Genauer gesagt bei Martina in Huxfeld. Aber von wegen Ferienparadies. Teuflisch soll es hier sein. Hallo Martina. Hey, hallo. Ich bin Timo und freue mich, dass ich hier bin. Mir ist kalt, aber ich bin da. Super, ich freue mich auch. Mir ist auch kalt, aber das wird schon. Mach die Jacke erstmal zu, ja, genau. Es geht auch ein bisschen um Ferien auf dem Bauernhof. Und bevor ich da dann mehr rausfinde, kannst du mir vielleicht kurz einmal zum Start sagen, wo bin ich hier heute und was sind so die harten Fakten hier zum Hof? Also du bist hier in der Region zwischen Elbe und Weser, direkt im Teufelsmoor. Toll, das klingt super. Zwischen den Künstlerdörfern Bobswede und Fischerhude. Wir betreiben hier einen Milchviehbetrieb und bieten zusätzlich Urlaub auf dem Bauernhof an mit 10 Wohneinheiten und insgesamt 45 Betten. Vom Parkplatz geht's erstmal die lange Einfahrt rauf, vorbei am großen Wohnhaus mit den ersten Ferienwohnungen und dann sind wir auch schon mittendrin. Oh, hier sind schon Kühe. Ja, genau. Das ist eigentlich eben das Wichtigste für viele Gäste. Ja. Aber wo Gäste sind das? Da hinten Gäste, die da rumlaufen? Ja, genau. Das ist eine Familie, die jetzt eine Woche gebucht hat. Die unterhalten sich da gerade mit meinem Mann, ne, angeregt. Er ist ja gerade da bei den Kälbern. Stimmt, dahinter, den Trecker, ja. Aber das ist für die Gäste auch mal spannend, dass sie einfach mal gucken können und nebenbei dann Fragen stellen. Statt fragender Gesichter erlebe ich auf dem Hof aber helle Aufregung. Gerade eben wurde ein Kalb geboren. Wir waren leider nicht live bei der Geburt dabei, aber standen drüben im Stall und als wir wiederkamen, war es schon da. Warum habt ihr mich nicht gerufen? Ich hätte es auch gerne mal gesehen. Und wir haben auch schon einen ganz tollen Namen. Genau, wir durften nämlich den Namen aussuchen. Dieter. Und nee, weil wir aus Köln kommen, haben wir es Colonia getauft. Oh, die kann man aber auch essen, habe ich gehört, ne? Ja klar, das ist eine Fleischrasse, aber ist noch ein langer Weg. Also das dauert noch ganz lange. Na, das muss ich halt betonen, die Gäste sind ja sonst ja geschockt. Eieieiei. Na, in diesem Sinne, herzlich willkommen auf dieser Welt, Colonia. Sie wird sich sicher schnell mit den Ziegen, dem grau-weißen Hofkater und den gackernden Hühnern anfreunden. Aber ein klassisches Bauernhofmerkmal fehlt hier. Also einen Hahn haben wir hier nicht, denn das ist einerseits natürlich auch mal sehr idyllisch, wenn hier morgens dann der Hahn kräht, aber andererseits muss man auch bedenken, dass wir hier Gäste haben, die Urlaub machen. Mhm. Also statt lieber und statt den klassischen Ferienwohnungen, die Martina auch hat, gibt's hier auf dem Hof auch zwei Tiny-Häuser. Und die stehen in unmittelbarer Nähe zum Hühnerstall. Wäre mit Hahn dann wohl wirklich ganz schön laut morgens. Tiny-Häuser sehen ein bisschen so aus wie diese Gartenspielhäuser für Kinder. Aber da drin ist alles, was man braucht. Ganz kompakt. Küche, Bad, Schlafzimmer, Wohnzimmer. Das ist unser neuestes Highlight hier auf dem Hof. Das stimmt. Die haben wir erst seit August und werden seit September jetzt vermietet. Wohnen da gerade Menschen drin, ne? Nein. Wollen wir da mal hingehen? Dann gehen wir mal rein. Ich mache euch mal die Check X20 Kundenbewertung. Also, schickes kleines Häuschen aus Holz, 23 Quadratmeter groß, Platz für 4 Personen. Im Haus steht man direkt im attraktiven Wohn-Essbereich mit funktionaler Küchenzeile, Bartisch und einem Kuschelsofa für was auch immer. Links führt eine stabile Treppe in die gemütliche Schlafkoje. Und die Treppe ist gleichzeitig der Kleiderschrank. Wie pfiffig ist das denn? Aber warum eigentlich diese Tiny-Häuser? Also Platz haben Martina und ihr Mann Stefan ja genug auf dem Hof. 0815 hat halt jeder. Und wenn man sich doch so ein bisschen abheben möchte und wenn man ja die Gäste auch auf den Hof bekommen möchte, dann muss man sich schon was einfallen lassen. Ja. Weil, ich muss dazu sagen, wir sind hier nicht an der Nordseeküste und nicht im Harz und nicht in der Heide. Also wir sind eher so die zweite Reihe. Und da muss ich schon was Besonderes haben. Das sind einerseits die Kühe. Und andererseits dann eben besonders schöne Unterkünfte. Aber Martina muss sich in der zweiten Reihe nun wirklich nicht verstecken. Besonders ist es hier auf jeden Fall. Auch weil die Familie zwei Dinge miteinander verbindet. Erstens noch extra was verdienen. Und zweitens Menschen das Leben auf dem Land näher bringen. Erstmal hierzu. Der große Vorteil ist halt bei dem, was ich mache, dass ich meinen Preis selber bestimmen kann. Mein Mann kann es ja nicht. Der Milchpreis ist einfach niedrig wie immer. Genau, der Milchpreis ist tendenziell niedrig und das ist in dem touristischen Bereich halt etwas anderes. Wenn ich ein qualitativ hochwertiges Angebot habe, sind die Gäste auch bereit, entsprechend dafür zu bezahlen. Und geboten wird hier ja auch so einiges.
schöne Unterkünfte, ein Spielschuppen, die Tiere. Also Martinas drei Kinder hätten sich definitiv einen schlechteren Ort zum Aufwachsen aussuchen können. Und Martina ist auch wichtig, dass ihre Gäste hier ganz nebenbei erleben, wie das Leben auf dem Bauernhof wirklich ist. Gerade bei so einem Milchviehbetrieb kann man echt eine Menge zeigen, ne? Die Gäste können dann direkt mit in den Stall, wenn die Gäste hier nicht fragen können, wo dann? Und wenn dann einer nach Hause geht und sagt, Mensch, das habe ich so nicht gewusst, das hätte ich nicht gedacht und ich überlege doch vielleicht jetzt mal ein bisschen anders, wenn ich im Supermarkt stehe, wo ich hingreife und was ich kaufe. Ich glaube, dann haben wir echt eine Menge erreicht. Ist es bei euch so, dass dein Mann eher für die Kühe zuständig ist und du eher für den Ferienaspekt oder täuscht das? Genau, richtig. Mein Mann weiß also praktisch, wann das nächste Kalb geboren wird und ich weiß, wann die nächsten Gäste anreisen. Blöd gefragt, was macht denn mehr Arbeit, Kühe oder Menschen? Also manchmal habe ich das Gefühl, die Menschen machen mehr Arbeit. Da wir gerade von viel Arbeit sprechen, Martina hat sich da was für mich überlegt. Und ich so, hättest du mal ein YouTube-Tutorial geguckt. Um dein Bett zu machen, ziehe zunächst ein Spannbettlaken auf und streiche sämtliche Falten glatt. Geil, Betten beziehen. Ich mache das zu Hause bewusst weniger häufig, als man das so hygienisch vielleicht sollte. Da kann man auch viel verkehrt machen. Das war wohl eher ein verzweifeltes Lachen. Aber Martina ist wild entschlossen, also rein ins Apartment. Die Challenge. Wie viel Zeit brauchst du jetzt dafür, für so ein Bett? Also für ein Bett brauche ich normalerweise so 2 Minuten. Das sind ja jetzt 2 Bettdecken, 2 Kissen. Insgesamt 5 Minuten würde ich dir jetzt geben. Dann muss das aber tipptopp sein. Ich bin beim Spannbettlaken, da weiß man nie, wo jetzt das lange und wo das kurze Ende ist. Das sind jetzt schon 2:24. Das ist auch wirklich ein Argument gegen Partnerschaft. Also 2 Betten zu beziehen. Und gleich das zweite Kopfkissen. 3:22. Jetzt muss ich leider sagen, die 5 Minuten sind um. Ja, wenn du das leider sagen musst, dann muss ich leider sagen, dass hier nur ein Gast schlafen kann und der hat dann auch nur eine halbe Decke. Ich glaube, da muss ich nur mal ein bisschen rupseln. Bring nicht wieder alles durcheinander. Durcheinander bringen. Gutes Stichwort. Wieder draußen machte ich mich an einen Revanche-Foul und wollte Martina durcheinander bringen. Mit einer indiskreten Frage zu ihrer Rolle als Frau vor dem Hintergrund von Kindern, Kühe, Housekeeping. Da hat man schnell so ein typisches Landfrauenbild im Kopf. Die Frau, die gerne irgendwie am Herd steht und gerne alles näht, was kaputt ist. Ich glaube, die Zeiten der Kittelschürze und des Kopfes sind ja nun Gott sei Dank vorbei. Wir haben auch schon Gäste gehabt, die nach einer Woche abgereist sind, wo die Kinder dann sagten, ach Mama, jetzt waren wir eine Woche hier und wir haben nicht einmal die Bäuerin gesehen. Obwohl ich ja jeden Morgen mit denen das Programm gemacht habe und, ne? Und es kommt schon vor, dass ich auch Termine habe und mit meinen Pumps über den Hof laufe. Dann macht das vielleicht nicht unbedingt den Eindruck, dass ich hier die klassische Bäuerin bin. Halten wir mal fest. Martina ist Geschäftsfrau, die das Leben auf dem Land liebt. Sie ist aber kein verstaubtes Landweib. Na, und das, obwohl sie wirklich gerne hinterm Herd steht. Ich mache ja auch bei Landgemachtes mit und koche da mit den Landköchinnen. Das kannst du auch im Internet anschauen. Auf YouTube gibt es verschiedene Videos dazu und die Rezepte werden auch häufig auf Facebook bei Landgemachtes dann veröffentlicht. Und das kommt echt gut an. Die werden wirklich richtig, richtig aufgeklickt, weil das sind pfiffige und einfache Rezepte mit regionalen Zutaten, die man halt hier so findet. Also, wer noch eine Küche zu Hause hat und die auch mal benutzen will, der kann vorbeischauen auf landgemachtes.de. Martina hat übrigens schon neue Pläne, wie das Ferienparadies noch paradiesischer werden kann. Grundsätzlich habe ich immer total viele Ideen. Mein Mann bremst mich immer so ein bisschen. Also das Nächste, was für mich jetzt so auf dem Plan steht, ist nochmal eine Fasssauna und ein Whirlpool. Oh, weil ich finde, in Kombination mit den Tiny-Häusern wäre das ideal. Und landwirtschaftlich gesehen, da hätte man auch viele Ideen, aber lässt sich echt schwer teilweise auch umsetzen, weil vieles so unsicher ist. Dieses Wirtschaften hier auf dem Moorstandort, klimatechnisch ziemlich schwierig und darum ist es ja jetzt wirklich im Gespräch, ne? Moor muss wieder vernässt werden oder zumindest muss die Bewirtschaftung eingeschränkt werden und auch die Tierhaltung. Das sind alles so Faktoren, die uns dann auch hemmen, neue Dinge zu überlegen oder zu planen. Das Teufelsmoor macht seinem Namen also doch alle Ehre. Leicht ist es hier nicht. Vor allem, wenn es um die Zukunftsplanung geht. Aber um das zu bequatschen, meinte Martina, soll ich doch besser nochmal wiederkommen, wenn ihr Mann Stefan mehr Zeit hat, um über den landwirtschaftlichen Aspekt hier im Teufelsmoor zu reden. Und naja, ich hab's glaube ich schon mal gesagt, wer mich einlädt, muss damit rechnen, dass ich auch komme.
Aber bis dahin erstmal ein Fazit. Dann danke dir bis hierhin. Es war super schön. Am meisten finde ich wirklich die Tiny Häuser, die haben mich begeistert. Die fand ich super. Vielleicht kommst du dann mal zum Übernachten. Wenn der Whirlpool dann steht. Ja, genau. Gut. Okay, bis tschüss. Dann. Tschüss. Stadt, Land, Kuh. Eine Produktion von Mechland Niedersachsen.